The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Schließt die Reihen. Die Sanftmütigen haben es gesehen. Sie werden sich freuen. Wenn ihr Gott sucht, euer Herz verliebt. Ihr dürft froh sein im Herrn und euch im Bewusstsein seiner tragenden Gnade freuen. Erlaubt es seiner Liebe von eurem Denken und eurem Herzen Besitz zu ergreifen. Hütet euch davor, übermüdet, versorgt und schwermütig zu werden. Legt ein Zeugnis ab, das erbaut. Wendet eure Augen von allem ab, was finster und entmutigend ist. Und schaut auf Jesus, unseren großen Führer. Unter seinem wachsamen Blick ist die Sache der gegenwärtigen Wahrheit, der wir unser Leben und unseren Besitz hingegeben haben, dazu bestimmt, herrlich zu triumphieren. Ach, lasst es doch sichtbar werden, dass Jesus im Herzen wohnt, euch erhält, euch stärkt, euch tröstet. Es ist euer Vorrecht, jeden Tag neu in einem reichen Maß mit seinem Heiligen Geist ausgestattet zu werden und euren geistigen Horizont über die Bedeutung und Reichweite der Botschaft, die wir der Welt verkündigen, zu erweitern. Der Herr ist bereit, euch in seinem Gesetz Wunderbares zu zeigen. Verharrt in seiner Gegenwart mit einem demütigen Herzen. Betet ernsthaft um Verständnis der Zeit, in der wir leben, damit wir seine Absichten noch besser begreifen. Und betet um größere Effektivität beim Seelengewinn. Wir tun gut daran, uns mit dem zu beschäftigen, was bald über die Erde hereinbrechen wird. Dies ist keine Zeit für Nebensächlichkeiten oder Selbstsucht. Wenn die jetzige Zeit unser Denken nicht nachdrücklich aufrüttelt, was kann uns dann noch berühren? Menschen mit einem klaren Verständnis werden jetzt gebraucht. Gott bittet alle, die sich vom Heiligen Geist führen lassen wollen, die Initiative zu einem Werk gründlicher Reformation zu ergreifen. Ich sehe eine Krise auf uns zukommen und der Herr ruft seine Arbeiter auf, die Reihen zu schließen. Jetzt sollte jeder sich Gott ernster und aufrichtiger hingeben als in den vergangenen Jahren. Kürzlich sind in der Nacht einige Szenen an mir vorbeigezogen, die mich stark berührt haben. Offensichtlich handelte es sich um eine große Bewegung. Ein Werk der Erweckung, das an vielen Orten im Gange war. Als Antwort auf Gottes Ruf schlossen unsere Leute die Reihen. Sollen wir nicht auf seine Stimme hören? Sollen wir nicht unsere Lampen schmücken und wie Menschen handeln, die nach ihrem kommenden Herrn Ausschau halten? Unsere Zeit braucht Lichtträger. Ruf nach Taten. The Lord is coming. Are you ready?